Hallo Leute, willkommen zur Folge von Fortnite, eine neue Folge. Werden wir ein wenig den Zornstadt-Team-Modus spielen, der gestern rausgekommen ist. Und es gibt so kleine Sachen, über die ich sprechen werde. Und ihr seht, weil der Welcome am Laufen ist, der jetzt in 7 Stunden, wenn ich das gerade aufnehme. Ich glaube, warte, wie viel? Und ungefähr 4 Stunden dann, wenn dieses Video online kommt, dann noch, geht dieser World Cup dann los. Der zweite Tag, nämlich gestern war ja der erste Tag, und darüber möchte ich noch genau reden auf jeden Fall. Aber wir sehen, im World Cup ist auch der Hintergrund halt so. So ein neues Pizza, neues so. Ich muss dann noch auf den Shop zeigen, weil da sind noch Sachen drin vom World Cup, also so Skins und alles so, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, falls ihr jetzt gestern kommt zu spielen oder so. Aber was ist, gibt's denn so Neues? Also, gestern war ja halt der erste Tag vom World Cup, da gab's ja das kreative Finals, so wie das Pro EM, laufen. Heute wird wahrscheinlich dann noch das richtig losgehen, halt, wo sie gegen andere kämpfen halt und dann halt probieren zu siegen. Und oh Gott. Und gestern halt kommen wir noch am Tag zuvor kommt man noch diesen Game Jam Spray bekommen halt, wenn man sein Konto mit Dings man sein YouTube Account mit dem Apple Account verbunden hat. Dann konnte man, ich suche gerade den verdammt. Ich hab den Spray nicht gefunden. Ich werde einfach im Laufe des Matches dann den suchen und dann euch zeigen. Halt ein Game Jam Spray bekommen halt am gestern und am Tag zuvor halt, wenn man entweder Game Jam Spray geschaut hat oder gestern das Kreativfinale halt. Und heute halt, wenn dann das Team losgeht, halt kann man Dings einen World Cup Spray bekommen und dann am Tag darauf kann man den World Cup Spray plus die Redline Lackierung bekommen. Das ist so eine YouTube-Lackierung ist eigentlich. Und ja. Das ist alles nur, indem ihr halt euer Account, YouTube-Account mit dem Epic-Account verlinkt und dann halt so ein bisschen schaut soll die Streams. Okay. Wir bitte nicht am Anfang sterben, danke. Kann es sein, dass der Typ in runtergeflogen ist? Auch schon, ne? Ich habe heute noch nicht so viel gespielt, das heißt, wundert mich nicht, dass ich irgendwie scheiße spiele oder irgendwas so. Bis auch, ich habe hier Lex. Okay, nice. Ein kleiner Camper. GG aber. Ich glaube, 10. Ja, 10. Alter. Ja, leck halt noch mehr meine Fresse. Aber sonst scheint es mal hier halt zu sein. Jetzt ist es nicht so wie bei 30 gegen 30 und 33 Teams, dass man die Gegner auf der Map sieht, wie ich mag. Oder vielleicht hat man den gerade auf der Map gesehen, ich war einfach gerade zu dumm, um zu schauen. Wir sehen ja mich später im Match schon halt. Aber ja, dann warte, jetzt wo ich schon ruhig bin, kann ich euch den Game Jam Spray auch zeigen. Warte. Ja, die Wand wird stehen, dann machen wir. Nein, nicht dann, ist absoluter Profi. Hier, habe ich direkt heute. Diesen Spray bekommt man entweder gestern oder am Tag zuvor halt, dass ich geschaut habe. Entweder wenn man halt den Game Jam Stream geschaut hat und halt sein Code unter Tisch verknüpft hat, oder halt gestern den World Cup. Tag 1 hat Stream angeschaut und da. Voila! Meine Fresse! Ich schon dreht ihn. Und bauen gerade auch. Jesus! Jog. Ich weiß es leck gerade ordentlich. Ich weiß auch nicht warum. Es könnte vielleicht dran liegen, dass ich Effekte überhaupt gemacht habe. Also einen bestimmten Grund, den wir noch sehen werden, weil der für mich zu diesem Ort sehen werden, wo halt. Ja. Wo man halt. Defekte gut sieht. Ah, scheiße, ich muss gerade so. In Satz umbauen, was das wahrscheinlich schon sagen. Ach, keine Ahnung. Sagen wir mal so: Es gab etwas auf der Map, was man
bei dem Ort etwas, was man nicht so gut erkennen konnte, weil halt die Effekte bei mir ganz unten waren. Jetzt habe ich es auf, was war es? Warte, ich schau kurz. Hier auf der Mittel gemacht. Ich hab's ja vor sonst immer auf niedrig gehabt, aber ja. Ich muss wirklich einen besseren Computer bekommen. Ich bin bei, was weiß ich, ich hab 104 Geld. Euro, ich glaube, das reicht nicht wirklich für den Computer aus, gerade, ne? Und wenn, dann meine ich wirklich einen anständigen. Ich muss jetzt wirklich einen anständigen finden, nein. Halt, der viel aushält. Also, falls ihr einen guten Computer kennt, also, der wirklich viel aushält, aber also, mit dem man gut aufhören kann, alles so halt, dann sagt mir bitte Bescheid. Warum ich die Fakten schon gemacht habe, nämlich in dem Ort, nämlich konnte man diese rote Sache, die wir gerade hier sehen, die konnte man sonst nicht wirklich gut gesehen hat, gut sehen, wenn ich halt die Effekte auf niedrig hatte. Aber jetzt fand ich halt viel besser. Alter, dieses Ding, es geht so kaputt. Nein, ich like mal. Ja, nein. Warte. Warum auch immer hier Sachen in der Luft sind. Die Jungs, stirbt mir nicht alle weg. Viel mehr Mats, Jesus. Das war schon, wo der Schlüssel kam. Keine Ahnung, Stack hat mir zu viel. Ich glaub, ja, ich hab richtig gesehen, das ist klar. Ah, oh, mein. Ah, ja, vom Berg aus, glaube ich. Jawohl. Ich hab keinen Plan, wo. Kampf links. Ey, ich weiß nicht, wo ich den Busch da hinten. Yo, leck noch mehr. Schade. Lecks, Alter. Also richtig schlimm. Okay, einer down. FBI, open up! Ah, ich entschuldige mich für die Lags, Leute, einfach. Das ist wahrscheinlich grausam, einfach. Okay, auf zum Ort. Warte, der Kugel, ist hier alles schon gegessen worden oder kann ich mir noch ein paar? Ich bin schon alles gegessen. So. Alter, leck noch mehr. Jesus. Also entweder es liegt wahrscheinlich teilshaft am. Es liegt wahrscheinlich teilshaft daran, dass ich halt die Einstellung wieder kurz gemacht habe mit den Effekten jetzt. Und wahrscheinlich damit, dass wir hier gerade überziehen. Es ist ein Mate, oh Gott sei Dank. Und da unten. Jo. Ah, Jesus. Oh mein Gott, war das knapp. Nein, leck nicht. Bruder, muss los, ne?
unser Team hatte so gar keine Chance. Ja, jo, wenn er nicht brauchen will, danke. Ja, mach mich schon noch mehr unsicher. Oh, du kannst wieder nur lernen, nice. Ah ja, ich kann nicht erinnern, ganz doof. Ah, Alter, die Lecks sind so unabträglich. Ja. Keine Chance. Ich mach glaube ich eine normale Runde einfach solo, weil es leckt ja so krass, ne? Oh ja, was willst du machen? Genau so ein Grund für schon einen besseren PC einfach. Nämlich halt viel besser ernstes. Also erstens, dass man keine Lags mehr hat in den Folgen halt, und zweitens, dass ich halt viel mehr Dings halt besser spielen kann, halt, weil ich dann keine Lags mehr habe. Ich würde sagen, ich spiele von heute, wirklich gesagt, dann eine ganz normale Runde so. Obwohl, ich spiele nicht eine Solo normal, ich spiele Arena Solos. Ich habe einfach gerade Bock drauf. Das kann entweder gut oder scheiße ausgehen. Und ja, ich bin Division. Ich könnte ein Spiel höher sein, aber ich habe nie wirklich oft gespielt gegen den Arena Modus. Aber ich hab irgendwie jetzt seit ein, zwei Tagen habe ich so langsam extrem Bock auf der Arena. Es könnte gut sein, dass jetzt nichts von AdWords öfters vielleicht Arena gespielt habe und gespielt wird und ich vielleicht auch etwas höher dann nehmen. Das Punkt dann jetzt halt, ne? Ah, da hat meine Balls noch mehr, moin. Ja, leckt noch mehr. Hui, und ich kann nicht aimen. Kann ich noch beschießen aimen? Ja. Es ist nicht mein Tag heute, ne? Hab ich jetzt eh 6 geht, oder? Das definitiv. Och, schade. Warum ist das so krass lecken? Bei mir ist ein Hype, jetzt hat übelst geleckt. Ja, super. Ich schaue halt irgendwie, ich schaue mir wirklich einen neuen PC zu bauen. Das Problem ist, ich glaube, das wird nicht so einfach funktionieren. Aber wisst ihr, was wir werfen sollen, die? Eine Whisky-Form, ne? So müde. Ja, halt noch mehr laggen, wie. Dann bin ich mir nicht an, der dafür den Fail besseren, viel besseren London Dings. Das ist schon einer. Ja, da ist einfach eiskalt schon einer genommen jetzt. Ja, ah, dann geh ich schon ins Skelett. Er hat auch schon eine Waffe. Ich glaube, ich kotz gleich. Waffenstaffel will hier landen. Nein, hier ist keiner. Boah! Na, ich soll das da als größtes Wort, okay. Irgendwo hier unten. Spring doch hoch!
Gott, damit. Ich kann diese Waffe einfach nicht spielen. Heute wird's auch gar nicht beim Aufnehmen, ne? Ich glaube, ich schreibe mir jetzt einfach eine Lobby einfach. Ey, wir haben mit dem World Cup sind doch Sachen in den Schock gekommen, halt, die jetzt den bis 21. halt am Schock bleiben. Das wäre, darauf werde ich noch kommen. Das wären halt jetzt die vierte Variation von diesem verdammten Fisch-Skin halt. Vom Klaus-Skin, so wie wir auch das nennen. Hier, diese. Oh, bleibt doch hier vorne. Egal. World Cup-Kämpfer haben wir dann auch halt. Und haben wir die World Cups Lackierung, ich wollte schon Spray sein, ja moin. Oh, den bekommen wir heute erst, aber den Spray halt. Die Marshalls, wie es ja. Natürlich die Ausrüstung von dem Dings Klaus slash Fischstäbchen Skin. Und dann haben wir halt Dings, halt hier die vierte Variante, die World Cup Variante. Dann haben wir wieder diese Banner Skins, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt einen Pokal Pizza Emotes, der definitiv nichts mit dem World Cup hier zu tun hat. Nee, gar nicht. Und halt noch andere Sachen, Saxophon hier kennt man, ne? Dann hier verwirrt. Bruder, kein Plan. Dann Cloak Shadow, den wir gerade, für den ich gerade kurz umgebracht wurde, ne? Und dann haben wir wieder Marshmallow. Den ich mit 3 Twitch sogar kaufen kann. Dann die Marshpausen und der seine neue Spitzhacke. Halt seine Doppelspitzhacke. Und dann haben wir halt Mellow gehört. Ich habe schon von diesem Marshmallow, von der Rückkehr von Marshmallow Skin oder seinem Equipment schon über Twitter halt geredet, also auf Twitter davon geredet, aber ja. Abo Twitter halt, da habe ich auch die Herausforderung, die Belohnungen hier gezeigt halt. Ich habe halt die Lackierung gezeigt, den Soundtrack, den Spray und den Emote und so auch die Spitzhacke halt. Alles in der Action halt. Also wer die genauer will sehen, einfach. Ich habe 5 einzelne Videos halt, ein Video pro Ding halt gemacht halt, sozusagen halt. Eins für die Spitzhacke, eins für die Lackierung, eins für den Soundtrack, eins für den Spray, ein Video für den Spray und ein Video für den Emote halt. Und die sind alle auf meinem Twitter halt. Die Twitter ist halt auch in dem Video schon verlinkt halt für den ganz schnellen Video. Sagt ja ne. Und auf Instagram habe ich noch alle Locations lokiert für den Toffen halt. Und ja, der Rest ist ja auch ziemlich easy. Das hier kannst du halt mit den Besuchen der Toffen halt. Halt gleichzeitig machen halt lebe länger als die Gegner und Mensch, ich weiß, machst schon währenddessen halt. Und ja, Overtime Challenges haben wir halt eben ihre Gegner mit Hilfe von Freunden in Gruppe habe ich abgeschlossen. Für die Gegner scheinen mit Schrottwind probiere dafür die Gruppenhilfe. So am effektivsten ist natürlich dafür Gruppenkeil, natürlich jetzt gedacht. Besuche Lootley, Polarpig und Pushman macht man eigentlich auch nebenbei eigentlich. Das meiste macht man eigentlich nebenbei. Leben an Freunde verschiedene Matches, wieder das ist gestern dazu gekommen, also es sind gestern sind diese drei Challenges halt dazu gekommen. Dann erfüge Gegner mit Sturmgewehren zu, halt 2500 Schaden, so wie hier. Und dann tanz bei Monster Skelett. Ich frage mich nur, was für Monster Skelett sie meinen. Das ist definitiv nicht so ein groß, so in der Mitte der Map oder so, ne? Und ja, dann jetzt am Montag um 15 Uhr müsste das sein dann, werden wir dann die letzten drei Challenges bekommen, wo wir dann 20.000 DP noch bekommen können und dann die Season 9, Season 9 bei Bildschirm und wenn man alles abgeschlossen hat, bekommt man noch 15.000 EP und halt Dings, die Jugendversion. Ich steht zwar Nacht, aber... Ne? Aus irgendeinem Grund, wenn man die freischaltet, freigeschaltet hat, die Variation, dann bekommt man irgendwie die alten von denen. Warum auch immer. Aber ja, ich zeige euch mal kurz auch die Dinge. Ja. So, Luca Jonesy. Ja. Die steht das hier wahrscheinlich, oder? Luca Jahre sind vorbei. Ich weiß auch, dass in der Zeit, ich stand doch mal gealtert, ne? Ich stehe drin. Oder war das nur bei den Challenges? Ach, was ist das? Den haben wir halt und dann haben wir, wo ist die da ist der Stratus. Dann haben wir hier die junge Version für Stratus. Aber ja. Und Demi halt, haben wir, da. Halt die ganz normale Demi. Werden wir wahrscheinlich noch die, ich würde mal sagen, auch wenn es eine Nachtversion ist, die mir bisher jeden Overtime Challenges hat dann halt von verschiedenen Charakteren. Ich glaube, in der ersten Overtime Challenge hatten wir die Nachtversion von diesem Skin hier, dem Klapperschlange. Hier seht ihr auch die Nachtversion. Dann hatten wir in Season 8 hatten wir die hier Nachtversion und jetzt bekommen wir für sie eine Nachtversion. Sind immer weiblich, ich glaube, der auch nicht. Aber ja.
Auf jeden Fall, ich hab's eigentlich. Vielleicht halt. Ist das auch nur eine Nachtversion von ihr, diese hier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, weil sie das Tattoo nicht komplett hat, dass das vielleicht auch gleichzeitig eine junge Version ist, vielleicht. Wer weiß. Vielleicht denke ich auch einfach zu viel auch rein. Aber das hier ist sicher halt die von diesen zwei. Die sind definitiv. Hier hat man älter und hier jünger halt. Definitiv. Ich meine, ich schaue euch das an. Definitiv älter und definitiv jünger. Und sie ist halt, naja, weiß man nicht. Aber ja. Ich würde sagen heute, das war's. Oh, die 21 Minuten ist gut. Okay, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschö!